einen wunderschönen guten Morgen auf der Mein Schiff 3. Wir haben heute Samstag, den 3. Januar 2015. Es ist sofort 7.30 Uhr. Wir sind auf dem Weg oder wir sind schon bald in San Sebastian de la Gomera, auf der Kanareninsel La Gomera. Wir haben eine Kursänderung gemacht. Heute wäre eigentlich Fuerteventura an der Reihe. Aber da starke oder sehr starke Winde und Wellen herrschen und wir den Hafen nicht anlaufen können, hat der Captain sich entschieden, La Gomera anzulaufen. Im Moment haben wir Windstärke 8 und dann wird das hier auch ein kleines oder ein großes Manöver. Wir werden sehen. So sieht es draußen aus. Vor uns liegt San Sebastian de La Gomera. Und auf der linken Seite, also auf der Backbordseite, Teneriffa. Und wir sehen Spaniens höchsten Berg, den Teide. Im Moment kreisen wir für vor San Sebastian de la Gomera. Es ist eine sehr kleine Hafeneinfahrt. Und ob wir diese heute schaffen, ich persönlich glaube es nicht. Da muss der Wind sich etwas oder viel mehr beruhigen. Das Lotsenboot versucht uns zu erreichen. Zum Boot ist da. Lotse hat es geschafft, er ist an Bord der Mein Schiff 3. Die Sonne ist gerade aufgegangen. Fred Olsen Fähre fährt nach Los Cristianos hin auf Teneriffa. Wir fahren jetzt in den Hafen von San Sebastian de la Gomera. Eine sehr große Leistung von oben auf der Brücke. Es muss aber Gas geben, sonst haben wir hinten vor.
8.35 Uhr gleich. Wir haben es bald geschafft. Eine große Leistung der Crew auf der Brücke. Nein, 45. Die Seile werden festgemacht. Wir haben es geschafft. Der Captain und seine Mannschaft hat es geschafft. Bei Windstärke 7 bis 8 haben wir im Hafen von San Sebastian de la Gomera angelegt. Wir sind an Land. Mein Schiff 3 ist San Sebastian de la Gomera. Es regnet nicht, das ist nur die Gruppenleiterin. Wir sind in der Pension Victoria. Wo warten wir hin?
Plaza de la Constitución.15 Uhr. Wir sind wieder an Bord der Mein Schiff 3. Und immer noch tobt der Atlantik. Außenalster um 16 Uhr. Ja.
paar liegen noch am Strand. Und dem war gerade der Qualm von der Fähre. Hier haben wir das Bonsai Casino. 17.45 Uhr auf Deck 12 im Swimmingpool. Ein kleiner Schwenk übers Schiff und San Sebastian de la Gomera. Heute machen wir mal das Auslaufen von unserer Kabine. Gleich heißt es Leinen los. Wir verlassen San Sebastian de la Gomera. Wir legen ab. Adios La Gomera. Adios San Sebastian de La Gomera.
San Sebastian de la Gomera. Auf das kleine Städtchen mit 4.500 Einwohnern. Nochmal ein kleiner Schwenk über San Sebastian de la Gomera. Wir sind heute im Atlantik Mediterran. Wir sind immer noch am Speisen. Das liegt nicht an den vielen Gängen, das liegt an der Zeit, die dazwischen ist.